Das ist das Geschenk der Güte. Gottes Güte ist es, die uns zur Umkehr leitet. Keiner von uns ist deswegen Christ, weil er sich bekehrt hat, sondern weil Gottes Güte ihn zur Bekehrung geführt hat. Gott möchte eine Braut und das ist das Problem, wie ich es bisher einigermaßen überschaut habe, des Jeremia-Buches. Der Text ist bei Luther etwas schwer zu verfolgen und wenn man nicht gerade die Bibel vor sich liegen hat, doppelt schwer. Deswegen lese ich aus der Hoffnung für alle, da erfasst man vielleicht so das. Wir sind in Jeremia 41. Die Verse 1 bis 18, der Herr segne sein Wort an uns. Die Überschrift heißt: Jismael ermordet den Statthalter Gedalia. Jismael, der Sohn Netanias und Enkel Elishamas, ein Mann von königlicher Herkunft, hatte zu den hohen Beamten des Königs von Juda gehört. Im 7. Monat, also so wahrscheinlich so rum im Oktober, kam er mit 10 Männern zu Gedalia nach Mizpa. Als sie zusammen beim Gastmahl saßen, zogen Jismael und seine Männer plötzlich das Schwert, fielen über Gedalia her und stachen ihn nieder. So brachte Jismael den Statthalter um, den der babylonische König über die Provinz Judäa eingesetzt hatte. Er tötete auch alle Judäer, die bei Gedalia in Mizpa waren, und die babylonischen Soldaten, die dort Wache hielten. Am Tag der Ermordung Gedalias, als noch niemand davon wusste, waren 80 Männer aus Sichem, Silo und Samaria unterwegs nach Jerusalem. Sie wollten Speiseopfer und Weihrauch an die Stelle bringen, wo früher der Tempel gestanden hatte. Ihr merkt, da drin sind die Botschaften versteckt, wo früher der Tempel gestanden hatte. Also Tempel, nichts mehr. Dann davor babylonische Gefangenschaft, ne? In einem Vers. Jetzt geht das Ding wieder aus. Muss man immer so ein bisschen raushören, wenn man vorher nicht selber gelesen hat. Ist ganz schön schwierig. Also diese Männer gingen nach Jerusalem mit Weihrauch und Speiseopfer. Als Zeichen ihrer Trauer trugen sie zerrissene Gewänder. Sie hatten sich die Bärte abrasiert und die Haut eingeritzt. Könnte man was zu sagen, sage ich aber nichts zu. Also nur so viel ist ein komisches Verhältnis zu dem Gott Jahwe, sich die Haut zu ritzen und die Bärte abzurasieren. Aber das versteckt sich nur im Text, denn das macht man nicht. Das ist eigentlich ein Götzenkult und die haben das ein bisschen vermischt. Kriegt man aber nicht so leicht raus. Ich auch nicht. Nur wenn du eine Woche Zeit hast. Jismael ging ihnen von Mizpa, das war dieser Typ, der Gedalia, meine ich, umgebracht hat, ja, weinend entgegen. Als er auf sie traf, bat er sie: Kommt und seht, was mit Gedalia geschehen ist. Doch kaum waren sie in der Stadt, da stachen Jismael und seine Verbündeten die Männer nieder und warfen ihre Leichen in eine Zisterne. Nur 10 von ihnen ließ Jismael am Leben, denn sie baten ihn: Töte uns nicht, wir geben dir all unsere Vorräte an Weizen, Gerste, Öl und Honig, die wir auf den Feldern draußen versteckt haben. Okay. Also ein bisschen so ein Handel, so. Lass mich so am Leben, dann gebe ich dir was. Naja, gut. Das erinnert mich an David eigentlich. Der hat sich einmal verrückt gestellt, um nicht getötet zu werden. In irgendeinem Zusammenhang. Ihr wisst, wovon ich rede. Oder auch nicht. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall hat er auch eine kleine List angewandt, um dann irgendwie nicht getötet zu werden von seinem Verfolger Saul, der noch König war. Irgendwie so in dieser Geschichte. Und es ist aber die Frage ist, wo ist der Unterschied? Wo versuche ich mich einzukaufen mit der Welt, um dann christlich bleiben zu können? Oder wo bin ich wirklich geschickt im Umgang mit meiner Umgebung und muss nicht immer der Schlauste sein und kann auch mal die Klappe halten, vor allen Dingen, wenn mein Leben davon abhängt. Wo ist da das richtige Verhalten vor Gott? Ja.
Die Zisterne, in die Ismael die Leichen der Ermordeten werfen ließ, war sehr groß. König Asa von Juda hatte sie seinerzeit anlegen lassen, als er im Krieg gegen König Bascha von Israel die Stadt Mizpa baute. Scheint hier um Geschichte zu gehen. Wir sollen irgendwas verstehen, vor allen Dingen die Menschen, die sich das haben aufschreiben lassen. Nachdem Ismael die Leichen hineingeworfen hatte, nahm er die restlichen Einwohner von Mizpa gefangen, die Töchter des Königs und alle anderen, über die Nebuzaradan, der Oberbefehlshaber der babylonischen Leibwache, Gedalia als Statthalter eingesetzt hatte. Ich konnte dem Satz jetzt auch nicht folgen, ist okay. Ismael wollte mit seinen Gefangenen zu den Ammonitern fliehen. Doch Johanan, der Sohn Kareachs, und die anderen Offiziere hörten von Ismaels Verbrechen. Sie riefen ihre Truppen zusammen und jagten ihm nach. Am großen Teich von Gibeon holten sie ihn ein. Als Ismaels Gefangene Johanan und seine Offiziere sahen, waren sie erleichtert. Sie liefen weg und schlossen sich ihm an. Ja, guck mal, na, wechseln wir mal schnell wieder das Lager, da wo es mir am besten geht. Ismael aber konnte mit 8 Männern entkommen und floh zu den Ammonitern. Johanan und die Offiziere seiner Truppen übernahmen nun die Verantwortung für die Soldaten, Frauen, Kinder und Hofbeamten, die Ismael entführt hatte und die von ihnen befreit worden waren. Sie zogen mit ihnen fort und rasteten in der Nähe von Bethlehem bei der Herberge Kimhams, um von dort weiter nach Ägypten zu fliehen. Wir wissen, dass Jeremia sagte, Gott sagt, nicht nach Ägypten. Sie fürchteten die Rache der Babylonier, weil Ismael den Statthalter Gedalia umgebracht hatte, der vom babylonischen König über die Provinz Judäa eingesetzt worden war. Und wisst ihr noch, was am Anfang war? Wenn ich es nicht eine Woche studiert hätte, wüsste ich es auch nicht mehr. Ja. Worum es geht, und wir lesen es ja auch vorher im Buch Jeremia, ist, dass Gott buhlt um seine Braut. Es gibt eine große Enttäuschung, die lässt er in Jeremia 3, Vers 6 bis 13. Da kann man es gut herauslesen. Und Jahwe sprach zu mir in den Tagen des König Josias, hast du gesehen, was die abtrünnige Israel getan hat? Sie ging auf jeden hohen Berg und unter jeden grünen Baum und hurte daselbst. Und ich sprach, also Gott, nachdem sie dies alles getan hat, wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zu mir zurück. Und ihre treulose Schwester Juda sah es. Und ich sah, dass trotz alledem, dass ich die Abtrünnigen Israel, weil sie die Ehe gebrochen, entlassen und ihr einen Scheidebrief gegeben hatte, doch die treulose Juda, ihre Schwester, sich nicht fürchtete, sondern hinging und selbst auch hurte. Und es geschah, wegen des Lärmes ihrer Hurerei entweihte sie das Land. Also einer oder eine Gruppe oder ein Volk hat viel Ausmaß auf seine Nachbarn, auf seine Mitmenschen. Und sie trieb Ehebruch mit Stein und mit Holz. Und selbst bei diesem allen ist ihre treulose Schwester Juda nicht zu mir zurückgekehrt mit ihrem ganzen Herzen, sondern nur mit Falschheit, spricht Jahwe. Also auch hier wieder Hinken auf zwei Seiten. Ja, also ein bisschen Gott und so, wenn dann wieder so, ja, ich bringe euch da irgendwie durch jetzt in der babylonischen Gefangenschaft oder so. Ja, bleibt nur alle lecker irgendwie und hört auf Jeremia, und Jeremia sagt, du, lass das erstmal so, wir haben jetzt diese Besatzung, aber lauf trotzdem nicht nach Ägypten weg. Bleib da, wo ihr seid. Und ich stelle mir oft die Frage, wenn ich an einem Ort bin, der mir nicht sehr gemütlich ist, und ich meine, das ist ja jetzt, ist ja kein wirklich guter Vergleich, ja, ich meine, hier geht es um Leben und Tod. Und bei uns hier in Deutschland geht es gerade nicht um Leben und Tod, mehr oder weniger. Das ist ja sehr entspannt eigentlich. Also äußerlich gesehen ist es sehr entspannt. Und dann ist trotzdem immer wieder die Frage, klopf, klopf, da wo du wohnst an deiner Zimmertür oder da wo du wohnst zu Hause, klopf, klopf, dein Bräutigam möchte dich besuchen. Bist du ganz da? Und immer wieder mit diesem
tiefen, besonderen Ausdruck, ich habe es gestern Abend gesagt, dass Gott sich mit uns vereinen möchte, das kann passieren, dass uns das irgendwann zwischendurch ein bisschen verloren geht. Das ist das Größte, was es gibt. Und dieser Gott lässt durch die ganze Geschichte, schüttet sozusagen sein Herz aus, wenn ich das mal so einfach sagen darf, und sagt, ich habe dich je und je geliebt. Und selbst bei dem, wo du auf Unverständnis in deinem Leben triffst, wo du dir vielleicht sagst, ich glaube, das war auch im Buch Jeremia, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, oder vielleicht auch Jesaja, ich habe mich mal eine kurze Zeit versteckt. Aber alles aus diesem, ich habe dich je und je geliebt, eigentlich immer im Hinterhergehen. Immer, also alles Schwierige in unserem Leben ist trotzdem das Hinterhergehen Gottes. Es ist immer das Hinterhergehen, ich möchte dich zurückgewinnen, wie bei dem Volk Israel, wie bei der Schwester Juda. Ich möchte dich zurückgewinnen als meine Braut. Anscheinend scheint das das Höchste zu sein, was Gott uns anbieten kann. Vers 11, und Jahwe sprach zu mir, ich bin in Kapitel 3, verzeiht, und Jahwe sprach zu mir, die abtrünnige Israel hat sich gerechter erwiesen als Juda, die Treulose. Geh und rufe diese Worte aus gegen Norden und sprich, kehre zurück, du abtrünnige Israel, spricht Jahwe, ich will nicht finster auf euch blicken, denn ich bin gütig, spricht Jahwe, ich werde nicht ewiglich nachtragen. Ach, wie gut, ne? Boah, da kannst du bei mir ein bisschen länger drauf warten. Nur erkenne deine Missetat. Jetzt kommt's wichtig. Es ist kein, alles gut, komm. Ist gut, komm. Jesus hat dich lieb, starb am Kreuz, alles paletti, komm. Nein, nein. Auch der wir, du und ich, sollen unsere Missetaten erkennen. Wir lesen im 1. Johannes 1, Vers 9, so wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Ich meine, ich habe es mir auch nur abgehört aus irgendeiner Predigt. Was ist daran treu und gerecht? Wozu ist Gott treu und gerecht? Zu dem, dass wir unsere Position anerkennen, wo wir gerade jetzt stehen. Denn nur wenn ich zu Hause bin, lohnt es sich auch bei mir anzuklopfen und eine Verbindung mit mir einzugehen, wenn ich nicht da bin. Adam, bist du zu Hause, Adam? Wo bist du, Adam? Bist du zu Hause? Sind wir zu Hause, dass Gott uns da abholen kann, wo wir gerade jetzt stehen? Und dazu hätte er gerne, dass ich erkenne, wie ich gerade jetzt bin. Das ist das Geschenk der Güte. Gottes Güte ist es, die uns zur Umkehr leitet. Keiner von uns ist deswegen Christ, weil er sich bekehrt hat, sondern weil Gottes Güte ihn zur Bekehrung geführt hat. Keiner von uns ist deswegen Christ, weil er sich bekehrt hat, sondern weil Gottes Güte ihn zur Bekehrung geführt hat. Nur erkenne deine Missetat, dass du von Jahwe, deinem Gott, abgefallen und zu den Fremden hin und her gelaufen bist. Man kann es negativ sagen oder man kann es auch positiv sagen. Gott schenkt uns ständig Stolpersteine, dass wir von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit unserem ganzen Gemüt ihn lieben und unseren Nächsten und sogar unseren Feind. Diese Stolpersteine kommen ständig auf den Weg. Um es mal gefährlich auszudrücken, lass das organisierte Christentum und finde zurück zu dem, der dich heiraten möchte.